Hallo Internet, hallo YouTube und willkommen bei einer Mod-Kurzvorstellung. Und zwar geht es hier um diesen kleinen Oldtimer aus den 50er Jahren, den Opel Blitz. Ist ein kleiner Lieferwagen, passt hier toll zum Beispiel auf der Oldtimes-Map, finde ich. Ja, mit den Farben finde ich eigentlich völlig in Ordnung. Auch die Texturen. Fand mir persönlich ganz gut. Ich fahre gleich nochmal hier raus. Felgen finde ich klasse. Auch hier mit den Trittbrettern. Aber was ein bisschen schade ist, hier keine Kollision verbaut. Wenn ich immer, kann ich quasi komplett, das Korn sieht klasse aus, einmal durchlaufen. Das ist ein bisschen, ja, Schönheitsfehler, würde ich mal behaupten. Ansonsten optisch eigentlich gelungen. Sieh mal von innen an. Das ist nichts Dolles. Spartanisch. Ja, reicht. Macht aber trotzdem Spaß, den zu fahren. Ich schau mal, wie das hier mit der Kollision ist. Nee, oder? Okay, kann mal ganz praktisch sein, aber ja, da müsste noch mal nachgebessert werden. So, dann laden wir hier mal ab. Ist keine Kippfunktion, aber das wurde dann sicherlich in der Zeit einfach mit der Schaufel gemacht. Dann mal befüllen. Das hier mit Raps. Und dann könnten wir ja nochmal hin zur Verkaufsstelle fahren. Um mal zu schauen, wie er sich denn so fährt. Also von innen habe ich schon mal ein ganz nettes Gefühl. Von außen fallen mir echt die Felgen sehr gut. Also wie gesagt, auf diese Karte passt der wirklich perfekt. Theoretisch kann ich jetzt hier durch den Baum fahren, richtig? Nee. Okay. Dann doch nicht ganz so schlimm. So, hier sind wir auch schon wieder. Ich mal gucken, ob er auch noch hinten auf geht. Echt eine knuffige Kiste. So. Die ist der Trigger jetzt nicht. Moment. Das machen wir so. Ja, aber das sieht doch ganz gut aus. Also ich finde es völlig in Ordnung. Einfach mal ausprobieren. Schau das Ganze nochmal bei Nacht an. Auch hier macht er echt einen guten Eindruck, der Opel Blitz. Also ich kriege fast sogar wieder ein bisschen Lust, mein Let's Play hier zu reaktivieren auf der Karte. So.
Schauen wir mal nach Licht. Das Blinker oder so sind nicht verbaut. Bremslicht ist verbaut. Der Scheinwerfer da nicht. Jo, das Licht sieht auch gut aus. Auch hier unten mit den Aufsätzen. Schön gemacht. Auch hier dieser Holzaufbau. Sieht gut aus. Ja, jetzt liegt es an euch. Von mir, trotz der Kollisionsgeschichte, eine Empfehlung. Also macht mir Spaß. Ich finde das Fahrgefühl auch sehr gut. Finde den echt glaubwürdig und werde den auf jeden Fall noch ein bisschen testen. Licht bleibt auch an. YouTube, ich danke euch fürs Zusehen. Danke an den Mod-Hersteller. Wollen wir nicht vergessen. Klasse Mod, also mit der Kondition. Es wäre schon klasse, wenn das noch gemacht wird. Wenn nicht, wäre es jetzt auch nicht so tragisch. Ja. Den Link, wie immer, unten in der Videobeschreibung YouTube. Danke fürs Zuschauen, macht's gut.